Willkommen zurück zum Joint Dota League Game 2 zwischen Bondoktors und Bezbravie im Spiel um einen Platz in der Division 3. Zwischen den beiden Teams, die dementsprechend gerade in den Playoffs 3-4 der dritten Season der Joint Dota League gegeneinander antreten. Bondoktors hat das erste Spiel relativ überragend gewonnen, hauptsächlich durch die Laning-Phase. Und Bez waren extrem greedy, muss man dazu sagen, in ihren Lanes. Von daher bin ich gespannt, wie das Ganze hier abläuft, wenn Bez vielleicht nicht so greedy ist. Ja, das sind exakt die gleichen Bans und Picks wie im ersten Game bisher, außer dass sie hier tatsächlich was umgedreht haben. Dementsprechend weiß ich, dass ich hier doch im richtigen Spiel bin und nicht in Game 1 mal wieder. Aber wahrscheinlich werden Bez jetzt hier nicht mit Enigma und Ancient Aberration auf den Lanes gehen, denn das hat im letzten Spiel doch nicht so gut geklappt. Bin mal gespannt, ob Bondoktors dieselben Helden picken. Ich glaube nicht, denn das war halt doch sehr auf, es war eine Strat, die relativ einfach konterbar ist, wenn man weiß, was danach an Helden kommt. Besonders halt Sniper und so eine Heal-Strat mit Dazzle kann doch relativ schnell zum Opfer fallen, wenn man auf einmal Initiation hat, was Bezbravie halt bis auf Void nicht hatten, und Void hatte leider keinen Impact, dadurch, dass er gegen den Duel-Helden war. Dementsprechend war das für Bondoktors doch relativ eindeutig. So, dann sind wir gespannt, was hier gepickt wird. Wir haben Magnus und Lich diesmal. Bin gespannt, ob es Mitte-Magnus oder ein Offlane-Magnus ist. Mitte ist ja ein bisschen abgefallen, allerdings gegen Death Prophet kann man das durchaus noch machen. Und Death Prophet Tidehunter ist doch schon wesentlich stabiler, würde ich jetzt mal sagen, als das Lineup im ersten Game. Legion Commander wird von Bez rausgebannt, was ja durchaus noch drin wäre, hier in dem Game vielleicht nicht so perfekt wäre. Aber ja, man sieht schon, schöne AP in schönen Chainfrost rein, ist zumindest der Plan von Bondoktors. Zusammen mit einem Frostblast, der ja auch AOE macht, sollten das schon ziemlich viel Damage bekommen. Auch schön der Void-Bann, der vielleicht offensichtlich war, vielleicht aber auch einfach, naja, so im letzten Game, okay, sie haben schon Offlaner, aber so ein Core-Void wäre durchaus nicht schlecht, besonders in dem Lineup hier gewesen, mit Titan der Death Prophet. Naja, gut, dass man den rausbannt. Spectre ist der nächste Hero, der rausfliegt. Wäre ja immer noch möglich. Und Bondoktors holen sich Medusa als Bann raus. So, Medusa. Wäre tanky, würde reinpassen, aber nicht sicher. Als Bann kommt wieder der Wrath King, der im letzten Spiel so gut funktioniert hat. Muss schon sagen, ist halt immer noch ein guter Hero. Und Sven wird von Bez dagegen geworfen, um auch so einen gewissen tanky Hero zu haben, der, wenn die Gegner lange gestunt sind, wie nach einer Ravage, doch einiges an fetten Damage rausfahren kann. Bondoktors sagen sie, okay, fetten Damage, den evaden wir einfach mit Puck. Und haben wahrscheinlich hier in Mitte Puck und Magnus Offlane. Und Lich Wraith King Solo, normal auf der Trilane. Oder sie gehen mit einem Solo, mit einem Jungler, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Bez picken hier den Scarif Mage aus, der immer noch unten getastet ist. Und ein super Laning-Pick ist für eine ziemlich starke Lane mit Sven und Scarif. Sollten sie doch nicht so viele Probleme haben, wenn sie den Magnus finden. Was tatsächlich, ja, ne. Nee, Puck wäre doch nichts für die Offlane, weil ein Silence into Hammer wäre dann sein Ende. Magnus könnte da, ist immerhin tanky genug, um das vielleicht zu überleben, je nachdem, wo er steht. Lifestealer als letzte Band von Bez und Lion vor dem Bondoktors, der gebannt wurde. Relativ squishy Helden, das stimmt schon. Da könnte man mit dem Finger auch einiges anstellen. Bondoktors letzter Pick ist ein Rubik. Und hat einiges zu stealen hier. Ravage wird schwieriger, Exorcism sollte gehen. Schöner Silence ist halt auch hier von der Death Prophet möglich. Svenhammer ist doch relativ gut und Mystic Flare. Und so ziemlich alles, was das Gareth Mage bietet, ist da super. Und der letzte Pick von Bez ist eine Mirana. Support Mirana it is, oder Carry Mirana und Sven Support. Wird ja auch durchaus öfters gespielt. Petrax war vorher der Carry, von daher kann das tatsächlich eine Mirana werden. Bin ich mal gespannt. Blöde Directed Camera.
So, diesmal werden Bone Doctors nicht direkt in den Jungle smoken. Hat auch keinen Sinn erstmal. Mal schauen, Sven hat noch nichts gekauft. Mirana hat Carry-Items. Und dementsprechend wird der Sven wohl ein Support sein. Crunch geht wieder in die Mitte mit der Death Prophet. Im letzten Spiel hat er da nicht so viel Spaß gehabt, aber ja, gegen Sniper und Lich ist es ja durchaus normal, keinen Spaß zu haben. Daher wird er wahrscheinlich hier wesentlich besser zurechtkommen als vorher. Und zuletzt Tidehunter, der wahrscheinlich genau dasselbe hat wie ein Void auf der Offlane, nur dass er diesmal tatsächlich eine Trilane hat. Mit Lich Rubik, die sowohl Control als auch Harris haben. Und ja, Fever geht genau zur richtigen Zeit wieder zurück, wo er hätte auf den Tidehunter stoßen können. Und da zumindest sehen können, wahrscheinlich, wo er gewesen wäre. Aber ja, Tidehunter Boots first. Will hier sehr mobil sein, will auch vielleicht ein paar Runen abstauben können. Und sie kennt meine Rune. Je nachdem hätte das böse enden können mit einem schönen Lift, aber nix da. Bone Doctors kriegen die Rune oben und unten mit Magnus. Oh, kann den Arrow evaden. Das könnte wahrscheinlich heißen, dass sie nicht genug Damage haben. Ja, der Slow geht zu Ende und der Damage ist weg. Allerdings ist schon einiges an Region, aber 12 Tangos auf dieser Lane. Okay, den kriegen sie nicht so einfach heraus. Der Punkt ist aber wahrscheinlich gegen Skywrath Mage würde die auch brauchen. Und zwar bitter nötig. Das war der erste Punkt. Kerkassive Shot hilft ihm so ein bisschen. Weil er da erstmal noch kein Harris mitbekommt. Außerdem auf Platz 2 vielleicht der Cane Bolt. Und dann bekommt er immer noch kein Harris mit. Aber ja, dass er dann das Skill noch rausbekommen hat, dass er es vor allen Dingen auch als wichtig genug geachtet hat, da wirklich einen Skewer zu verwenden. Und nicht zu sagen, naja, kommt ein Harassment, Stormbolt und ein bisschen Damage und das war's. Das hätte ziemlich schnell ein First Blood sein können. Titan da First Hit Anchor Smash. Ist eigentlich ja üblich, aber meistens ist das Problem, dass man doch relativ schnell geharrassed wird, wenn der erste Punkt in Anchor Smash ist und man nicht sehr schnell das nächste Level bekommt. Besonders wenn hier so ein Lich reinkommt. Und ist was passieren. Und Magnus ist schon in der Corner. Kann auch jetzt hier rum halt ohne den Baum wegzumachen. Er hat 9 Tangos, wie gesagt. Aber könnte auch so dann da rumgehen. Oben wird wahrscheinlich jetzt versucht werden, mit einem Lift da was zu tun. Allerdings Anchor Smash wieder auf Beine. Wird erstmal nichts passieren. In der Mitte, uns länger angucken. Pack. Der jetzt den hier nicht shapeshiften konnte. Face-shiften. Ja, okay. Unten Lich findet keinen Titan, hat außerdem noch keinen Frostblast. Müssen vielleicht mal Level 2 werden, um hier was zu tun. Und Eggersmash stellt doch sicher, dass der Titan hier relativ schnell, relativ viel in your face vorne drin sein kann. Pack kriegt auch oben die Rune, was sehr praktisch für ihn ist. Und ja, Tidehunter geht mal vorbei, guckt mal, ob er die Rune finden kann, aber ist schon weg. Bounty-Rune hat hier wohl Sven genommen. Und das Harassment, wie ihr hier schon seht, ist richtig groß. Stehen sich hier gegenüber, Tidehunter und Lich. Aber ohne Frostblast ist da sowieso nichts machbar. Sollten hier vielleicht dem Lich das Level 2 geben irgendwie. Ja, die Lanes laufen für beide Teams relativ gut, wobei Magnus jedoch sehr weit weg sein muss. Kann aber hier ein paar Last Hits haben, 2 Last Hits, die hat der Titan aber, ja, fast auch. Wird hier wahrscheinlich seine Clarity verlieren, wenn er nicht aufpasst, aber er passt anscheinend auf. Titan beginnt seine Ancients zu stacken, sieht hier, okay, ich werde hier doch relativ weit rausgeharrist, auch jetzt mit dem First Blast. Kann eh nichts machen, mache ich mir mal was. Und ja, Lich steht jetzt hier und lässt sie nicht hoch. Was doch sich für ein minimales Problem herausstellt für so einen Tidehunter. Geht jetzt allerdings weg, was ich nicht ganz verstehen kann. Und macht auch keinen Hit drauf, obwohl er, glaube ich, in Range wäre. Aber ja, hätte natürlich auch nicht so lange hier unten bleiben können. Wenn da, wenn die Creeps kommen, kann er ihn halt einfach in eine Ecke drängen. Außerdem, die Clarity wurde immer noch nicht abgebrochen. Könnte man mal vielleicht drauf schießen.
Und man sieht, wie der doch Frostblast Level 1 macht. Tatsächlich gar keinen Damage. Naja, Wraith King ist wieder der Top-Farmer. Aber jetzt Best sind halt doch weit vorne. Und Puck wird so ein bisschen outgelastet. In der Mitte. Death Prophet macht da einen guten Job. Und findet hier auch nur eine Bounty-Rune. Besser als nichts. Invis-Rune geht tatsächlich an den Magnus, der sich darüber richtig freut. Kriegt sie noch nicht mal fast vorher. Hätte aber auch eh nicht dodgen können. Und versucht es mal ein bisschen sneaky. Skewer in Tower. Level 2 Skewer ist schon einiges. Aber mal schauen, ob er das hier bekommt. Oh Gott, die Ruhe. Oh nein! Oh Gott, ist das übel! Ist das übel! Und kriegen hier den First Blood auf die Death Prophet. Oh, der Creep kriegt den sogar, das ist bitter. Oh, und er hat die Bottle bekommen. Das ist ein richtiges Problem für ihn. Dass er da die Bottle fallen lassen hat, mitten unten drin mit einem Invis Magnus, das ist richtig bitter. Und dann kriegen sie den nächsten Kill auf dem Titan hier. Es sei denn, sie machen noch mehr Fehler, aber ja. Geht auf Nummer sicher. Werfen ihm hinterher und wieder Midas auf Wraith King. Den nach 5 Minuten tatsächlich Midas jetzt auch mit dem Kill hat. Natürlich direkt die Clarity abgebrochen, bitter. Aber 5 Minuten Midas. Why not? Durchaus gut. Mirana ist jetzt Top-Farmer hier unten. Aber immer noch ein bisschen vom Wraith King unterbrochen. Allerdings hat der Wraith King eine Midas, das muss man natürlich auch dazu sagen. So, Wraith King, ja, Clarity auch so ein bisschen hoch, damit er so langsam sein Ulti benutzen kann, wenn es denn auf Level 6 auf Kudan kommt. Und wenn er es denn skillen will. Je nach Situation. Kriegt die abgebrochen, 180 Mana, das sollte einem Wraith King reichen. Und erstmal passiert nichts. Magnus kriegt hier ein bisschen Space. Wird gepult wahrscheinlich gleich. Nope. Aber er hat sich, glaube ich, die Griefwerf irgendwie gechort. Und Pause. Um zu gucken. Rick hat einen Bug. Okay. Wie auch immer. Was interessant wird, wird einfach hier die Rune. Movement Speed sollte... Ja, Sven hat mehr Movement Speed, Magnus ist näher dran. Die Frage ist, da ist doch eine Death Prophet hinten dran. Muss Magnus aufpassen. Muss halt schnell picken und wegskühren. Kriegt hier tatsächlich die Rune. Und... Oh, hat ihn auf die Klippe bekommen! Ah, oh, okay, hat ein TP, ist also nicht so wild. Aber was sind das für Spiele? Waterlord ist richtig gut drauf gerade anscheinend. Ups, und der nächste Kill auf den Tidehunter. Ist natürlich bitter. Und Mirana muss auch ein bisschen aufpassen. Silence und Slow. Allerdings kein Arrow. Allerdings der Damage ist da. Und der juke das schön raus. Hat hier eine Regen-Rune, poppt sie und tippt weg. Geht auf Nummer sicher. Sagt nicht, okay, Regen und ich skewer halt ganz weg. Und also interessant ist auch, dass er nicht hier einfach weitergesquirt ist, um halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass er das DP, ja, dass er das DP durchbekommt. Aber gut, Smoke in die Mitte, Death Prophet scheint allerdings jetzt, okay, ist jetzt fest, kriegt ein bisschen Damage und, ja, Lift overlappt ein bisschen, aber das wird auch ein Kill sein. Ja, Rubik secured den Kill mit dem Fate Bolt und 0:4 für Bone Doctors. Am Farm ändert das allerdings nicht so viel. Ja, Death Prophet hat immer noch relativ, also hat noch viel mehr Lastits und dementsprechend auch viel mehr Net Worth als der Pack. Der Punkt ist aber, sie wurde die Bottle geklaut, das sind nochmal 700 und sie ist ein paar Mal gestorben. Das heißt tatsächlich, mehr Net Worth hat der Pack, was mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Aber natürlich ist es immer besser, bevor im Labern oder generell beim Labern, vorher nochmal nachzugucken. Wraith King sollte vielleicht nicht gegen Creeps sterben. Weil dann bringt der Slow halt auch nichts. Und ja, Regeneration ist nicht vorhanden. Sehr, sehr greedy hier. Das könnte durchaus demnächst mal einen toten Wraith King, zumindest einmal toten Wraith King bekommen. Er setzt halt hier darauf, dass kein Gash geskillt wird, ist ja richtig. Aber kriegt jetzt auch eine Salbe mitgebracht. Wo
vom Rubik, der da zufällig eh rein tippen musste. Und jetzt immerhin wieder auf halbe Leben. Hat aber noch kein Lifesteal geskillt, was ja noch ein bisschen dauert tatsächlich. Ist halt noch sehr, sehr ungestört hier, deshalb will er nicht sein Lane-Equilibrium verkacken, nur dadurch, dass er das Lifesteal skillt. Und wir mal schauen, sie finden wieder einen Wraith King, den sich tatsächlich komplett alleine down bekommen. Der Tide Hunter ist langsam so weit, dass er halt wirklich nicht mehr auf die Lane kann. Was sehr, sehr bitter dafür ist. Okay, der Pack wird jetzt hier einfach mal in der Mitte gegankt. Aber da fehlt tatsächlich der Damage. Und Magnus geht jetzt hier rein. Wollte hier... Okay. Ah, geht jetzt hier aber dann doch noch down. Kriegen... Die Frage ist jetzt, ob sie das bekommen. Ah, tatsächlich mit Moonlight Shadow können sie da gut disengagen. Von daher, hey, sie haben den Pack bekommen. Haben zwei Rotations quasi geforst. Das ist schon nicht schlecht gewesen. Das, ja. Hat schlecht begonnen. Aber hat dann doch noch funktioniert. War natürlich auch sehr greedy. Wenn da halt einer im Stun reingekommen wäre, wäre das relativ böse ausgegangen. Oder wenn halt auch einfach nur einer mit Detection reingekommen wäre. Gut, oben auf dem Toplane, Tidehunter hat einen Anchor Smash draußen, hat auch einen TP. Aber, gut, okay. Geht damit down. Benutzt das TP noch, um einfach dem Wraith King wahrscheinlich das Mana rauszuforcen. Oder um halt generell die Hoffnung noch aufrecht zu erhalten. Pack kriegt jetzt wahrscheinlich oben die, also kriegt oben die Rune. Hat aber noch volles Mana, dementsprechend bringt die Bottle Bounty Rune ihm tatsächlich nicht so viel. Und Sven short sich da die Invis-Rune. Die Illusion-Rune. Das andere mit I. Findet hier einen Magnus, der insta-down geht, da der Starstorm Level 4 ist. Damit hat er nicht gerechnet, hat er auch nicht direkt reagiert. Allerdings hätte es trotzdem nichts geändert. Das heißt, es ist auch auf 3 Sekunden noch zu lang, um danach wegzuskören. Und der Starstorm, wenn er gut platziert war, was er halt eben war, trifft dann halt auch noch zweimal, ne? Soaring of Sven, der dementsprechend unendlich Stunts hat. Und mal schauen, ob sie da ein Opening in der Mitte finden. Denn Lich ist halt auch da, um eventuell zu ganken. Ja, Magnus ist jetzt wieder drin, ist aber noch okay. Titan ist halt auch relativ nah dran. Und in der Mitte geht es jetzt tatsächlich ein Go für Death Prophet. Chainfrost macht den restlichen Damage und das sollte ein toten Pack sein, der gesilenced wurde. Und, ah, schöner Lift zurück. Auch noch schön ein bisschen da rein, damit sie den Kill noch bekommen. Und Pack bottelt jetzt hoch. Ja, kriegt den Kill, aber nicht. War ein bisschen viel. Schöne Rotation hier von Rubik, dass er da noch genau das Ding geturnt hat. Mit dem Sven hätte er durchaus noch... Sven hätte durchaus noch Probleme mit dem Pack machen können. Einfach nur an Rechtsklick-Damage, die er durchaus hat. Tja, der Farm von Magnus wird besser. Allerdings Blinkdagger ist noch richtig weit entfernt. Hat aber auch noch nicht so viel tun können. AP wurde noch nicht einmal eingesetzt. Aber naja. Bone Doctors können das Ding durchaus noch lange rauszögern. Bess allerdings auch. Beide Teams können doch durchaus ins Late Game reingehen. Von daher ist hier niemand unter Druck so richtig. Klar, Rubik fällt eventuell ein bisschen ab, allerdings dadurch, dass er halt Ravage ziehen kann, ist er immer noch drin, wenn auch ein hauptsächlicher One-Shot. Wenn er eben Anchor Smash stealt, dann ja, ist er die nächsten 16 Sekunden mit nichts anderem beschäftigt. Ein Stun ist da halt nicht mehr so sinnvoll. Sven wirft einen Stun, hat halt auch das Mana, ne? Allerdings, glaube ich, hat er gar nicht mal den Soul Ring eingesetzt. Aber kriegt jetzt Unterstützung von Skyrath. Mage Level 6 ist leider noch nicht da. Und Magnus macht doch einige Probleme. Die Shockwaves treffen. Das ist gar nicht so einfach bei Magnus. Allerdings ist jetzt Miranda da und ich glaube, jetzt wird Magnus ein Problem bekommen. Ah, wird gesilenced, wurde gerade wegskewern. Aber das wird nichts. Ah, Skewer ist wieder ready und kommt gerade so auf den Low Ground. Die Damage
Ja, muss jetzt botteln, aber das könnte zu knapp werden. Hat keine Bottle Charges mehr, muss hier weg. Gerade im Highground für die Death Prophet kriegt er doch noch den Shot über. Und geht down. 3 zu 8. Und jetzt versuchen sie wieder auf die Death Prophet zu machen. Die bricht das ganze Ding. Jetzt passt es wieder und mit dem Crypt Swarm ist auch locker genug Damage da, um die Death Prophet down zu bekommen. Relativ easy Kill hier für Bone Doctors. Allerdings, glaube ich, kriegen sie jetzt den Bottom Tower eingepusht. Wraith King versucht dasselbe, aber er hat auch einfach nur nicht den Damage als drei Helden davon. Immer schön dieses... Okay, Stuns kommen raus und einfach so, lass mich in Ruhe. Bats, Stun und weiter. Bone Doctors versuchen sich hier zu verteidigen, beziehungsweise das Ding zu denyen. Sollten sie auch jetzt schaffen. Glyph ist draußen in Deny Range. Allerdings wird es schwierig, das tatsächlich durchzusetzen mit den Helden, die sie haben. Aber Magnus ist da. Und, oh, kriegt nur einen gerade so noch rausgesprungen. Und jetzt ist die Frage, okay, das wurde benutzt, damit er das nicht dodgen kann. Scariest Mage ist relativ low, hat auch... Ja, kriegen sie nicht. Wollte gerade sagen, hat auch das auf sich. Aber das gibt halt keine Vision. Dementsprechend konnte er da zu Roshan und einfach rein tippen. War ein bisschen greedy. Die Shockwave hätte ihn da töten können. Hätte halt auch so fast erwartet, dass er da eventuell sich zu Rosh denied. Aber nix da. Wraith King geht wieder auf AC. TPs kommen halt jetzt raus. Bessel will denyen. Okay, und Wraith King stands his ground. Er sieht, okay, irgendwie wird das hier nichts. Und kann sie tatsächlich so weit beschäftigen, dass hier kein Deny möglich ist, was relativ groß ist. Bone Doctors sind jetzt auch da. Und das könnte eine richtig schöne AP werden. Zumindest auf 2. Aber ich glaube, weiß nicht. Ist nicht nötig. Außerdem, ja, ist noch kein AP drin. Ravage ist draußen, aber ich weiß nicht, ob das so gebracht hat. Silence ist jetzt auch wieder da vorbei. Dementsprechend kommt der Lift. Okay, Lift wird nicht gebraucht. In the meantime, Death Prophet muss die Exorcism zünden. Und Exorcism gestorben. Ah nein, Silence wird noch vorher gemacht, wobei Silence tatsächlich für Rubik vielleicht sogar besser ist. Weil er ihn öfters benutzen kann. Mit dem Exorcism hätten sie aber den T2 jetzt pushen können. Nun gut, was wurde benutzt? Hauptsächlich... Ja, zeigt wieder nichts, okay. Aber wir haben eine... Ja, zwei... Ein 3 zu 0 Trade, so wie ich das sehe. Und nur eigentlich die Wraith King Reincarnation wurde... auf Seiten von Bonn benutzt, während auf Seite von Bess tatsächlich das Exorcism auf Cooldown gegangen ist. Was, naja, ist. Nicht so tolle. Die erste Ravage, die benutzt wurde, musste defensiv benutzt werden und hat tatsächlich nichts gebracht. Ist natürlich nichts, was man so eigentlich haben will. Beide Runen gehen jetzt an Bone. Haste-Rune und Bounty-Rune. Na, das sieht nicht so gut aus. Blink-Dagger braucht noch ein bisschen für Magnus. Aber so wie es bisher ausschaut, Pack hat er doch die nicht jährchen. Die zumindest für die einen, wie die für paar Pickoffs nötig sind. Und das reicht zurzeit erstmal. 10.000 Net Worth und 10.000 XP sind Bone Doctors tatsächlich hinten. Und der nächste Pickoff ist versucht auf die Death Prophet mal wieder. Die natürlich das einfachste ist, down zu bekommen, denn sie hat kein Escape. Wraith King's Reincarnation ist noch auf Cooldown und wie es scheint, wird hier ja, so eine kleine Falle vorbereitet. Portraits auf Sven. Allerdings lässt sich darauf Wraith King nicht ein, er weiß, es ist ein bisschen zu weit vorne. Alle anderen sind missing. Vielleicht sollte er das nicht tun. Und Doctors pushen hier den Bottom Tower und Bess halten dagegen, indem sie den Mitte Tower pushen. Die Frage ist, wer schneller? Bone Doctors sollten wahrscheinlich unten am Tower schneller sein. Aber der Tower hier ist natürlich auch schon relativ weit zurück. Keine Glyphe benutzt. Wraith King wurde von Zweien angesprungen und steht noch drin mit quasi vollem Leben und keiner Reincarnation. Bottom Tower sollte down gehen, allerdings wird wieder der Mitte Tower gepressured. Pack tippt. Und jetzt kommt auch schon der nächste. Full Retreat. Alle zurück für Bess. Wir haben eigentlich ihr Ziel erreicht. Einen schönen Trade, was sie in der Situation
Hätten sie nichts Besseres erwarten können. Und alles zurück auf Anfang. Bone Doctors kriegt leider wieder die Rune. Regeneration für Magnus gefällt ihm relativ gut. Großen Hero, großen Mana und Lebenspool, um mit der Regen-Rune zu spielen zu können. Haste-Rune für Puck, versucht was zu bekommen, aber die Wards sind dafür best, dass da nichts passiert. Außer, dass sie tatsächlich die Mirana finden. Und ist ein Easy-Kill für ein Haste-Rune. Haste-Rune-Puck. Haben halt durch den Ward hier die Vision gehabt und gesehen, dass die Mirana da ist. Und damit war das ein Easy-Kill. Sehr wichtig. Und schön executed von Bone Doctors, das zu machen. Magnus ist jetzt hier. Reincarnation wurde benutzt. Ah, und daneben gescored, das ist bitter. Kriegen hier wahrscheinlich dann nichts. Muss hier zurückgehen. Wraith King will eigentlich auch nichts davon haben. Aber Regeneration Rune und alles ist okay. Gibt es den Wraith King jetzt, weil er noch nicht genug Damage hat, natürlich noch einen Empower. Cleave Damage für. Ja, man sieht. Ist schon nicht schlecht. Nichts zu schlimm, nichts zu schwieriges, weil das ist auch noch nicht gemaxt. Level 1, 20% Cleave. Ist noch nicht so viel. Aber immerhin etwas und der Damage Increase von 20% nimmt man natürlich gerne mit. T2 SO ist jetzt das Ziel für Bone Doctors. Titan das da zum Deffen und es scheint, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es deffen wollen. Sven schickt sich erstmal nicht an und der Tower ist auch schon halb gefallen jetzt. Von daher sieht es so aus, als ob Bess den fallen lassen. Ist auch die richtige Entscheidung. Da können sie jetzt gerade nicht gegen fighten. Müssen die Lanes rauspushen. Müssen irgendwie versuchen, da die besseren Trades zu bekommen. Die Frage ist halt jetzt, ob Bone Doctors tatsächlich hier Stopp machen. Und sie werden sich zumindest andeuten, den Tower jetzt zu goen. Ein bisschen werden sie natürlich da jetzt sich reinstellen. Wahrscheinlich werden sie eine. Dias Courier wurde gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Werden hier genommen. Werden wahrscheinlich die Reincarnation burnen, haben die Hälfte Damage gemacht und gehen dann zurück. Arrow? Nein, Starfall. Starfall immerhin etwas. Und Lich geht down, aber wunderschöne AP auf 3 Leute. Die Frage ist, sie haben keinerlei AOE mehr, um da wirklich was zu tun. Und traden jetzt tatsächlich 4 Leute da rein. Rubik kam noch gerade so raus, aber Triple Kill für die Death Prophet. Und das lief nicht so dolle. Schöne AP, aber konnten nichts mehr machen. Die wichtigsten Helden waren da schon tot. Somit ein kleines Comeback für Bess, die hat auch einige Streaks damit abgestaubt haben. Sehr gespannt, wie gleich der Graf aussehen wird. Wupp! Nicht schlecht. Knapp 5000 XP und, naja, nicht so viel, aber 2-3k Gold. Doch mehr. Kleines Comeback hier für Bess. Ich möchte ja auch noch andeuten, dass das Spiel eigentlich, wenn ich 3 Demos habe, Bess gewinnen sollten. Vielleicht ist es aber einfach nur so ein Trick. So, gib mir 3 Demos, damit ich denke, dass es das Spiel noch gewinnen wird. Aber gib mir auch einfach 3 Demos, ohne mir zu sagen, dass es eventuell ein Bait ist. Oder ein Bluff ist. Einfach, damit ich mir nicht sicher sein kann. Ob oder ob nicht. Wäre zumindest schön, weil sonst weiß man halt immer, okay, es kommt jetzt noch ein Spiel. Das heißt, der Fight wird bestimmt so ausgehen. Und es ist halt alles ein bisschen. Ich musste hier mit Bildschirm zuhalten, auch irgendwie das Logo fürs Intro von Bess bekommen, weil ich sonst ja, um auf die Seite gehen zu können, müsste ich Bess erstmal finden. Das finde ich auf der Matchpage und auf der Matchpage steht natürlich schon das Ergebnis, weil Rebroadcast. Aber naja, mit richtige Stellen zuhalten geht es dann irgendwie doch. Denn Spoilers sind das Schlimmste auf der Welt. Aber naja, ich bin aktuell in Game of Thrones. Und von daher passt das soweit. Erstmal. Aber ja. The Web is Dark and Full of Spoilers. Bei der nächsten Game of Thrones Folge. Bei der nächsten Game of Thrones Staffel wird es wieder losgehen. Oh, du hast Game of Thrones verpasst, dann solltest du erstmal nicht ins Internet gehen. Oh ja.
bisschen daneben mit dem Skewer, Blink-Skewer. Haben wir hier gesehen, die ja, Graf geht doch noch ein bisschen weiter in Favor. Und ja, die XP war nicht nur von 12 auf 7 runter, sondern von 12 tatsächlich auf 5 runter. Und geht jetzt weiter in Favor. Tower sind natürlich einer mehr, bisher für Bone Doctors. Allerdings kann sich das richtig schnell ändern, besonders ist hier Scareth Mage. Na, dachte ich, eventuell ganken wollte. Aber die Vision ist auch noch ein bisschen begrenzt hier gerade für Bone Doctors. Sollten vielleicht mal wieder Wards stellen. Scareth Mage ist weit drin. Wird aber wohl nicht gefunden hier. Weil, warum auch? Gut, Smoke. Nein, kein Smoke. Aber nur ein kurzer Wraparound. Und weiter farmen. Der Wraith King ist definitiv fett gefarmt. 2 Hyperstones im Endeffekt drin. Finden hier einen Sven, der rausblinken kann. Den Blink hätte man aber relativ einfach folgen können. Ah, vielleicht doch nicht. Oh, AP auf einen, ob es das mal so wert war. Finden hier den Sven. Aber ich weiß nicht, ob sie sich da trauen sollten, hier wirklich im Tower zu stehen. Denn ohne AP haben sie definitiv einige Tools weniger, um da was dagegen tun. Death Prophet geht ja auch schon wieder in T2 an. Konstanter Druck. Und ja, in 15 Sekunden ist Sven wieder da. Allerdings ist dann erst in einer Minute die AP wieder da. Was auf jeden Fall hinderlich ist. Eventuell wäre da auch ein Skewer vorwärts und ein Dive hätte gereicht. Dementsprechend wird hier erstmal Roshan gemacht, um danach erstmal auf Nummer sicherer zu gehen. Smoke ist da. Sie wissen definitiv, dass es hier abgeht. Wir werden wahrscheinlich eventuell Magnus hier finden können. Die Initiation ist jetzt von Sven da. Und das ist ein easy kill. Ui, ui, ui. Von Magnus, aber AP ist genauso lange auf Cooldown, wie Magnus auch tot war. Von daher könnte man jetzt argumentieren, naja. Magnus ist seine AP. Meistens. Nicht wirklich, aber oft. Dementsprechend ist da nichts zu verstehen. Okay, wir gehen mal kurz vorwärts. Bis, dass sie wieder da sind. Ja, das ist wieder da. Und irgendjemand sagt, go. Ja gut, Vorspulen und so funktioniert vielleicht noch nicht so richtig. Alles dynamisch in Dota. Geht kaputt, wenn man an bestimmte Stellen springt. Ja, vom Farm her, Wraith King muss sich halt mit zwei Leuten gleichzeitig battlen. Er hat natürlich dafür auch 2 Leben. Aber wenn sie ihn gut kiten können, was durchaus möglich ist, genug Slows und Stunts und Oils haben sie ja dafür, könnte es durchaus laufen. Aber es liegt halt alles darauf hinaus, ob Sven einen guten Stun in viele trifft und ob die Ravage sitzen und dann das Exorcism, was den Damage macht. Gleichermaßen auf Bone Doctors Seite. Der Magnus muss nochmal seine AP von eben treffen auf 3 Leute und dann muss Follow-up da sein. Und Pack muss konzentriert spielen, muss den Ding ausweichen können. Und dann sieht das Ganze halt auch für Bone Doctors ähnlich aus. Versuchen hier irgendwas mit dem Smoke zu bekommen. Auf jeden Fall sinnvoll, da die ganze Map gewardet ist hier von Bess. Allerdings sind sie, glaube ich, auf der falschen Seite der Map. Wenn die erstmal nichts bekommen. Blinkdick auf Tidehunter, den können sie auch nicht goen. Versuchen in die Mitte, finden hier einen Sven. Silence ist da, von daher sollte das ein Kill sein. Ja, Lift into Kill. Ups. Vielleicht sollte man diesen Kill auch beenden. Ja. Frostblasts. Beendet das Leben vom Sven für kurze Zeit. Hatten ihn beinahe laufen lassen. Zu sehr Gentleman-like. Wobei in dem Sinne nicht Gentleman-like. Denn Gentleman's, ja, kommt aus dem Mittelalter. Und dieses Frauen, die Türen aufhalten, ist ein einziger Punkt im Gentleman-Verhalten. Die restlichen Punkte von Gentleman-Verhalten beziehen sich hauptsächlich darauf, wie man möglichst gut
seine Klinge im Gegenüber versenken kann, in Sachen von Duellen und so. Von daher, Gentleman-Verhalten ist tatsächlich. Halte einer Frau die Tür auf und danach beide sie mit einem Schwert aus. Muss man so und so sprechen. Wraith King könnte jetzt ein Problem haben, aber schöner Frostblast, der allerdings komplett gedodged wird. Und Wraith King geht down. Haben genug Sustain, um es hier auszuhalten. Und das ist der Turnaround so langsam, auf den ich warte, dass hier bestes Spiel gewinnt. 13-0 der Trade mit einer relativ guten AP. 4-0. Ein Triple Kill für die Mirana. Ist denn hier der Trade für Bess, der wesentlich besser läuft. Und irgendwie, Bone Doctors fehlt der Damage tatsächlich, um in der AP Leute zu umzubringen. Tja. Und kriegen sie jetzt hier halt dafür, trotz der Aegis, die halt auf dem Pack war. Der Pack war halt nicht da. Oder, naja, ist rechtzeitig weggelaufen. Wahrscheinlich auch besser so. Und kriegen hier den T2 Tower. T2 Tower 0-4 getradet. Das ist das Comeback hier. Wir sehen hier, XP sind wieder even. Und Networth ist mit dem Tower auch wieder even. Ja. Wenn man zurückkommen kann, dann sind es definitiv diese beiden Fights, die sie hier dann gut beendet haben. Kriegen weiter vorne. Bone Doctors versuchen sich jetzt hier unten T2 machen, um noch ein bisschen Goldvorteil doch wieder draus zu bekommen. Und die Lane zu pushen. Mittlerweile, in the meantime, wird nicht übersetzt mittlerweile, sondern währenddessen macht Tidehunter die andere Lane frei von Creeps. Das auch am einfachsten machen kann, neben Sven. Aber im Gegensatz zu Sven hat er hier mit Anchor Smash eine Fähigkeit, die man doch relativ spammen kann und die Wave relativ einfach clearen kann. Aufräumen. Tja. Ja, ist halt irgendwie die Frage, wenn ich hier mit clearen und therefore und sowas arbeite. Sehr, sehr dänglich. Die Frage ist halt, inwieweit ich, die Casts halt auf komplett Deutsch halte. Denn manchmal ist es ja natürlich schon ein bisschen komisch, Dinge ins Englische zu übersetzen. Natürlich mit Fähigkeiten oder so ist es klar, aber sowas wie Space Created oder so ist doch so ein markanter Dota-Spruch, der wahrscheinlich auf Englisch bleibt. Andererseits ist es natürlich dann für den Kommentar an sich natürlich blöd, wenn er auch halt auch Leute ansprechen wollen, die kein Englisch können, so gar nicht, und dementsprechend halt auf deutsche Streams angewiesen sind. Ist halt dann so ein Ding, so okay, wie weit willst du den, sag ich mal, typischen Dota-Spielern, wie ich es jetzt mal nennen würde, entgegenkommen, ohne dass du halt die Leute, naja, verlierst, die halt wirklich deshalb zu dir kommen, weil du Deutsch sprichst. Und keine Ahnung, weil sie einen kennen oder so. X andere Gründe, warum man random, casual, unbekannten Dota-Caster hören sollte. Weil er wahrscheinlich gerade seine Liga castet und niemand anderes tut das oder sowas. Und man hat gerade nichts zu tun und das Stream ist halt offen und so. Naja, Gründe halt. So, ja, Bonox müssen hier zurückkommen. Haben noch 8 Kills vorne, allerdings die Grafen sind jetzt tatsächlich das erste Mal in favor of Bess. Networth nicht so ganz. Aber haben uns das Game wieder zurückgeholt. Richtig stark. Und haben jetzt, ja, Late Game. Sven hat noch einiges im Potenzial. Geht das hier auch auf den BKB? Wohingegen, ja, Pack schon fast abfällt. Side of Weiss ist das nächste, was sie hier holen wollen. Und Bondock versucht den nächsten Smoke. In den Dschungel von Radiant. Finden hier einen Scarlet Mage, der das den Smoke tatsächlich nicht wert ist. Aber was sollen sie machen? Wenn man den halt nur findet, dann ist halt nichts anderes möglich. Machen noch ein bisschen Creep Skip und gehen dann zu ihrer Lane, um die Lane weiter zu pushen. Immerhin kriegen sie einen Kill dafür. Besser als nichts. Allerdings für eine Mirana oder eine Death Prophet wäre natürlich wesentlich größer gewesen. Aber dann natürlich dazu sagend, die Lanes sind so weit gepusht, dass da nichts Wichtiges draus kommt. Auf jeden Fall lassen sie keinen Tower fallen.
um den Goldvorteil nicht noch weiter in Favor of Bess zu geben. Allerdings trotzdem relativ passiv immer wieder rumtippen, den Dschungel farmen, sonst passiert nichts. Bess auf der anderen Seite immer wieder Lanes pushen, auf die andere Lanes gehen, Bondoktors beschäftigt lassen, dass sie halt nicht Pickoffs holen, denn das können sie gerade relativ gut. Denn, ja, Lift und Skua kann doch ähnlich einem Batrider relativ weit die Position des Helden verändern, um ihn dann doch in Positionen zurückzuliefern, wo Bess halt nicht mithalten kann. Sie können jemanden stunnen für eine relativ lange Zeit und slowen, aber er kann halt nicht weiter out of position kommen, als er generell schon ist. Deshalb ist Bone Doctors Lineup gerade besser geeignet für Ganks. Death Prophet ist hier relativ nah am Wraith King drin, aber beide Leute kennen sich nicht, wissen nicht, dass sie da sind, haben ihren Namen noch nie gehört und ist nicht möglich. Und ich habe schon wieder vorwärts gesprungen, dementsprechend ist Roshan Timer leider kaputt. Aber hier war das irgendwas mit 2 Minuten oder so. Demnächst. Wo war das? Radiance für Wraith King tatsächlich, okay. Mirana wird hier gegoat, aber BKB-TP. Oh, und ja, Chainfrost bricht das natürlich. Die Frage ist, haben sie, ja, sie haben eine Sentry Wards und das sollte eine tote Mirana sein. Jo, jetzt der Lift. Steht noch ein Arrow, was natürlich immer toll ist. Und sie kriegen tatsächlich die Dominating Tree von Mirana. Was relativ wichtig war. Vorteil dafür natürlich auch, Death Prophet kommt der... Ja, der Such, dem Suchtrupp von Bone, den sie da losgeschickt haben, um die Death Prophet zu finden, entkommt dann noch relativ leicht und ja, da Roshan in 30 Sekunden. Mal schauen, ob Bess den jetzt contesten kann. Bisher sind in dem Matchup, den wir hier kennen, halt alle Roshans für Bone Doctors sehr uncontested bekommen, geworden. Dieses Mal wäre das eine andere Möglichkeit. Die Frage ist halt, wer zum einen zuerst sieht, okay, Roshan ist da. Und zum anderen halt auch, naja, wer als erstes hinkommt. Wer so hinkommt, dass der andere nicht sieht, dass er da ist und so weiter und so fort. Es wird relativ schwierig für Bess an Roshan zu kommen, ohne dass Bornoclus es mitbekommt. Wenn ihr mal seht, die Vision ist doch relativ groß um Roshan rum. Aber ja, das müssen wir erstmal sehen. Und oder. BKB für Sven fertig. Die Items kommen raus. Tidehunter hat auch bald seinen Refresher. Mit bald meine ich in 400 Gold. Und dann sieht der Teamfight wesentlich anders aus, wenn halt da nicht genügend Leute in die Chrono in die AP reinkommen. Was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird und erstmal nicht passieren wird. Wohingegen halt Tidehunter relativ schnell rauskommt. Wenn er in der Chrono ist außerdem, kann halt relativ schnell mal die Krakenschell procken. Und dann eine Reverse Ravage machen. Vielleicht wäre es dann sogar ein BKB auf Wraith King gut gewesen. Aber naja. Abyssal Blade ist es außerdem und kein Radiance. Hatte mich schon so ein bisschen gewundert. Abyssal Blade ist eine bessere Möglichkeit, die Mirana unter Kontrolle zu halten, denn die ist gerade richtig am Schaden austeilen. Sven legt langsam nach, aber es dauert noch ein bisschen. 150 Damage ist nichts gegen die Mirana, die ähnlichen Damage hat, aber ranged und mehr Attack Speed. Der Tower geht endlich down für Bone Doctors auf der Top-Seite. Steht noch ein Tower, ein T2-Tower steht noch für Bone Doctors, der auch gerade gepusht wird. Allerdings wird die Wave mal wieder in der Mitte durchgeschnitten vom Wraith King, aber zum Tower pushen wird sie noch. Nur mehr nicht so richtig. Eventuell, wenn die Mirana noch da bleibt, könnte sie da Damage machen. Gerade heftigen Split-Push betrieben, was Bone Doctors versucht, einfach straight durch die Mitte auszugleichen. Die Frage ist halt, wie erfolgreich es sein wird. Der Damage ist durchaus vorhanden, auch mit dem AC, was einiges in Damage macht und knapp daneben. Und gesilenced, da kann er tatsächlich nicht raus. Hat den Skewer abgehalten und AP auf 0 umsonst. Mjolnir-Effekt ist draußen, der Tower ist down, aber nächster Ravage, kein Geld, jetzt ist er draußen. Wird gezogen.
Und so, so erfolgreich sieht es doch aus. Tatsächlich zwei, aber Buybacks sind vorhanden. Alles weggeliebt. Wird wahrscheinlich der nicht... Ja, genau. Wird nicht wegkommen. So ein schöner Fight hier. Ja. Aber die Frage ist, ob sie mehr bekommen. Die Cores sind noch am Leben. Und ja, aber Wraith King hat auch noch zwei Leben. Von daher haben noch einige Damage hier. Versuchen einiges halt hier, den erste Leben down zu bekommen. Reincarnation procked. Und jetzt geht's. Jetzt geht's los. Allerdings, was ist das für ein Damage? Boah. Haut hier richtigen Damage rein. Und das könnte dann eventuell die, ja, die erste Lane of Rex für die Bone Doctors gewesen sein. Allerdings burnen sie dafür eventuell auch noch das dritte Leben. Denn, ja, Stormbolt ist on cooldown. Immer noch, immer noch. Silence ist da. Erster Force Staff. Ah, scheint wegzukommen, okay. Disengage von Bone Doctors, erste Lane of Rex bekommen. Objective, secured und back zurück. Allerdings muss man natürlich gucken, oben, der Tower ist auch schon weggepusht worden. Da müssen sie sich jetzt hauptsächlich auf oben konzentrieren. Mitte pusht der erstmal auch so. Hex fertig für Pack. Wraith King muss natürlich auch erstmal Buyback haben. Und danach muss man schauen. Ja, kauft sich ein komplettes BKB. Alles oder nichts. Buybacks nicht mehr verfügbar. Das weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Müssen wir sehen. Magnus ist noch ein bisschen weit von seinem BKB entfernt. Was kommt da geflogen für Magnus? Komplettes BKB. Ja, so viel zu weit entfernt, ja. Ein bisschen in Sachen Metern. Benutzt hier AP. Die Frage ist, haben sie Detection? Nein, sie haben keine Detection. Das war eine Fail-AP. Richtig dumm gelaufen. Kann natürlich auch easy gejuked werden. Und jetzt kommt der Re-Engage. Schöne Trap hier. Und das sollte das Ende erstmal für den Wraith King sein. Ich sehe nicht, dass er da rauskommt. Hat natürlich noch ein Leben. Und jetzt kommt der Re-Engage. Schöne Call auf alle. Aber mit dem BKB haben sie tatsächlich nicht gerettet. Kriegt hier zwei Kills. Die Frage ist halt das Exorcism. Das wäre tatsächlich wichtiger gewesen. Denn, oh, kriegen hier gerade so down. Und Triple Kill für Zalok hier. Der Rest kommt gerade so weg. Das hätte ich gedacht, dass es schöner läuft. Refresher ist gleich auf cooldown, von daher ist die Ravage schon noch da. Buybacks sind, ja, sind auf der Death Prophet da, sind auf dem Mirana da. Und müssen hier auch benutzt werden. Death Prophet Buyback wird wohl auch noch geforst werden. Ja, und Bone Doctors sollten da nicht reingehen. Scheinen allerdings. Ja, gut, okay. Schöner Dodge-Pack. Sollten hier absolut nicht stehen. Also, das ist Over-Extensions. Gerade so ein bisschen von den Bondoktors. Die wieder reingehen, ja, gut. Ist auf cooldown und. Oh, Dieback von Mirana. Das ist bitter. Okay, den hätte er vielleicht dodgen können. Das wäre nicht nötig gewesen. Ringe in Tower. Die Frage ist, ob sie mehr bekommen. Range Rex wird gefokust. Wilds ist da. Ravage ist da. Die Frage ist halt, was haben sie sonst noch so? Slow bringt nichts. Ravage wird jetzt eingesetzt. Die Rex fallen jetzt noch gerade so. AP wieder nur auf Sven. Wird hier down gefokust. Oh, und komplett. Teamwipe. GG von Bess. Okay, warum habe ich drei Replays? Super gespielt von Bone, aber auch schön drei Replays bekommen. Dachte ich, dass sie das noch zurückhalten können. Hätten sie auch definitiv noch geschafft. Aber Wraith King wurde langsam richtig imber. Dadurch, dass er drei Leben hat, kann er ständig an der Rex stehen. Und richtig, richtig viel Damage machen. Quasi ähnlich wie ein Exorcism. Aber das hört jetzt halt auf mit dem Dings. Oils Arrow, Stun, Stun, Arrow, Oils. Oh ja. War schon sehr, sehr viel Control für Zalok hier vorhanden. Allerdings nicht genug. Ja, ich schaue mir jetzt mal das dritte Replay an, aber das scheint so, als ob Bone Doctors das Ding 2-0 gewonnen haben. Damit sage ich Glückwunsch in der Division 3. Und ja, Best sieht man in Division 4 und in der nächsten Season die weitere Möglichkeit aufzusteigen. Ja,
das war's für jetzt. Ich wünsche euch noch sonst viel Spaß. Ich versetze Sondota und ja. Bis dann, auf Wiedersehen.